Hauptprozess, wie sie von Mario S. mit dem Opel Schneider Astra für den MSF Etetral 1.3985 gestiegen ist. Zunächst einmal mit diesem Auto, mit diesem Ford Escort gefahren ist, bei den seriennahen Autos der Gruppe G, aber sehr schnell gemerkt hat, dass es nicht so meint. Damit auch eine KW-Berg gab. Marvin Ruwe ist unterwegs, kommt aus dem Tecklenburger Land, aus Sippenbüren in der Nähe von Osnabrück. Einstieg erst in dieser Saison 2024. Der jetzt 23-Jährige macht einen tollen Job. Dreimal ist er GLP gefahren, um den Besitz der nationalen A-Lizenz zu kommen. Und dann ist es jetzt hier insgesamt sein viertes Rennen, das er bestreitet auf dem VW Miniberger Golf 16V. Joachim Hummel ist gestartet. Auf der Schichtführung Maschinenbediener, der auch schon auf einem VW Käfer in Sachen Bergrennsport in den vergangenen Jahren unterwegs gewesen ist. Dann Josef Faber, der Dachauer Autohaus, der mit seinem Auto mit dem 8-Ventiler C-Coupé, das über einen Böhm-Motor verfügt. Marvin Ruwe, 1.33.66, das ist 4.68 und heute wird mit dem Saxo. Thurgauer aus Sterenberg, Peugeot-Pilot, Beat Oertel. 60 Jahre hat er schon auf Buckel, aber jung und frisch und immer noch für einen Sieg gut. Was macht der Bauleiter und die Nummer 6.